Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Einen Augenblick. Abend. Es dauert nicht mal lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffels, Wommel, ich spiele nachher mit euch, okay? Wartet noch ein bisschen. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Und damit herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond. Nintendo hat mir überraschenderweise einen Key geschickt. Ich hatte das Spiel gar nicht angefragt, weil normalerweise frage ich bei Nintendos Spiele an und bestätige halt mein Interesse an einem Spiel. Ultramond wollte ich eigentlich gar nicht machen gezielt, weil ich eigentlich Alola gar nicht nochmal besuchen wollte. Aber ich habe einen Key bekommen, das heißt, ich lasse das Spiel natürlich nicht links liegen und werde mir Ultramond auf jeden Fall anschauen. Und ich habe viel Positives, aber auch schon negative Dinge gehört. Zum Beispiel negativ halt, dass es halt im Grunde einfach nur ein besseres Mond ist oder ein besseres Sonne, je nachdem, mit ein paar anderen Dingen. Zum Beispiel die Pokémon-Spawns wurden geändert, Trainer haben andere Pokémon, gegen die man kämpft, andere Ultra-Bestien und so weiter und so fort. Ist natürlich kein vollkommen neuwertiges Pokémon, deswegen hatte ich auch nicht so viel Interesse eigentlich an diesem Pokémon. Jetzt habe ich es hier, werde es natürlich nicht links liegen lassen und ihm eine Chance geben. So, wir nehmen dieses Foto. Meinen Namen für mich für dich buchstabieren kann ich natürlich. Ich bin der Nephias. Geht mit Touchpad bestimmt schneller, aber ich bin gerade zu voll, den Stift rauszuholen. Ja, Nefu ist auf jeden Fall auch gut. Ist das jetzt bestätigen? Nein, das ist entfernen. Das ist bestätigen, okay. Ist ein Enter-Zeichen. So. Ja, du hast mich richtig notiert. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Nephias. Toll, der Name haut rein wie ein Tropenkick. Würde ich auch sagen. Ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Hilfst du mir bitte bei der Vorbereitung für den Umzug? Ich erinnere mich. Ich habe irgendwann den Namen nicht mehr vorgelesen, weil in jeden zweiten Satz der Name immer dann, Nephias, machst du dies? Aber Nephias, du musst, weißt du? Irgendwann habe ich den Namen nicht mehr vorgelesen. Ich erinnere mich gerade dran. Oh, mein E-Mail-Programm war an. Es tut mir leid. Oh, die sehen aber anders aus. Pokémon Ultramond. Drei Monate später. Die sahen deutlich böser aus. Ich weiß gar nicht, was stand im Mond nochmal da? Schon wieder so lange her. Und wir spielen gerade abends. Deswegen ist hier alles dunkel. Ach, ist das nicht herrlich idyllisch, unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Nephias abholen?
Mautz. Liegen wir etwa immer noch im Bett? Holy shit. Oder schon wieder, kann natürlich auch sein. Hey, da steht jetzt der Switch. Wii U Upgrade. Mautz. Und wir stehen auf. Unser Outfit ist auch anders, ne? Ja. Das ist dein neuer Kleiderständer, den du erst kürzlich spendiert bekommen hast. Ja, ich würde den gerne mitnehmen. Na, Mautzi? Mautz. Na gut, gehen wir mal. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Schau mal aus dem Fenster, hier ist es schon Abend. Kein Wunder, Alola und Kanto liegen schließlich ganz schön weit voneinander entfernt. Und Nephias, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Oh, geht so. Ne, und wie. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Schön ins Gewissen reden. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Aber weißt du was? Ich denke, du solltest nach draußen gehen und das selbst herausfinden. Am besten holst du gleich deine Sachen und machst dich fertig. Deine Mütze und dein Beutel hängen am Kleiderständer. Vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Okay. Meine Mutter schmeißt mich nachts mal eben raus. Kein Problem. Das ist eine Heimkonsole, die man sogar nach draußen mitnehmen kann, um dort zu spielen. Werbung integrated in games. Nice. Ja, ich möchte beides haben. Yeah. Ah, die Mütze müssen wir irgendwann austauschen. Die gefällt mir nicht. Die sieht immer aus, als ob die so ein nasser Sack auf dem Kopf, weißt du? So sieht die immer aus. Sieht so aus, als wärst du bereit. Sei vorsichtig, wenn du an hohem Gras vorbeikommst. Hörst du, Nephias? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein Pokémon im Haus hätten. Jetzt schau dich aber erstmal in Ruhe um. Warum stattest du nicht Lili einen Besuch ab? Gut, hauen wir ab. Da 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 da. Da da. Da. So. Wir sind in der Nacht. Ich glaube, wir können jetzt noch nicht viel machen, weil Tutorial Time. Ein Kramurks fliegt ja auch rum. Was? Was ist hier? Liegen Items? Nein? Okay. Hallo. Bin der Neue. Einmal ins Gras vorbei. Oh. Irgendwas bewegt sich im hohen Gras. Es kommt immer näher. Oh oh. Mango. Lol. Bau. Miau. Baba. Mangu? Okay. Der Anfang ist anders. Also, das wusste ich schon, aber wie anders ist er ist, wusste ich nicht. Wir kriegen unseren Starter jetzt schon? Hey! Sag mal, ich kenne dich doch von irgendwoher. Ah, sicher doch. Nephias, stimmt's? Alles in Ordnung bei dir? Dank der Pokémon. Stimmt, jetzt wo du es sagst, du warst bestimmt von den Socken, wie? Passiert ja schließlich auch nicht alle Tage, dass wir aus dem Nichts Pokémon auftauchen, um einen zu helfen. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, du musst dich gefühlt haben wie an deinem Ehrentag, hab ich recht? Wir kennen uns zwar schon, aber ich will mich nochmal persönlich vorstellen. Ich bin Professor Kokui und heiße dich bei uns in Alola willkommen, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich mir gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Kann dir auch nichts passieren, wenn du im hohen Gras vom wilden Pokémon angegriffen wirst. So, dann will ich dir jetzt mal die drei vorstellen, die dir eben aus der Patsche geholfen haben. Da hätten wir zunächst das Pflanzen-Pokémon Bautz. Bautz. Ist so knuffig, es bleibt und ist knuffig. Flammeow. Und zu guter Letzt noch das Wasser-Pokémon Robball. Rob.
Und jetzt halte ich fest. Eins von ihnen wird dein Partner-Pokémon. Toll, oder? Vielleicht war das auch der Grund, warum sie dir unbedingt helfen wollten. Jetzt liegt's an dir. Für welches Pokémon entscheidest du dich? Oh, das wird, ich bin für Bautz. Flammiau hatten wir im letzten Sonne-LP. Wir nehmen Bautz. Bautz kann lautlos an seinem Gegner ranfliegen, um sie zu überrumpeln. Du willst also das Pflanzen-Pokémon Bautz? Ja, klar. Boah, das ist so süß, Mann. Du hast dich für Bautz entschieden. Achso, jetzt kommt gar nicht der Star-Wettbewerb, ob Bautz mich mag. Es wird einfach eingenommen. Okay, cool. Nein, ich möchte Bautz keinen Spitznamen geben. Ich bin der Typ, wie immer in jedem LP erwähnt, ich denke, seinen Monstern, Pokémon oder whatever keinen Namen gibt. Du hast also Bautz gewählt. Jetzt bist du ein waschechter Trainer und kannst Pokémon-Kämpfe austragen. Hier in diesem Pokéball. So, jetzt ab nach Lili, Nephias. Ich will dir den Inselkönig vorstellen. Den Inselkönig? Dein Partner Bautz ist ein Geschenk vom Inselkönig. Es gehört sich einfach, dass du ihm zeigst, für welches Pokémon du dich entschieden hast. Und wer weiß, vielleicht lässt er zur Feier des Tages zu sich noch eine Kleinigkeit springen. Zudem muss er wissen, welches Pokémon er neu bestellen muss. Unser Inselkönig ist ein äußerst erfahrener und starker Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihn im Kampf das Wasser reichen. War das ein Hint, dass er ein Wasser-Pokémon hat? Ich mache ihn mit Bautz platt. Lili liegt in dieser Richtung. Bautz ist am besten in den Pokéball aufgehoben, den ich dir gerade gegeben habe. Okay, darf ich jetzt gehen? Natürlich, kommt noch ein Übungskampf. Ein Radfratz. Das schwarze Radfratz, das Alola-Radfratz. Ich habe leider noch keine Bälle. Oh, ich glaube, die haben in dem Teil tatsächlich in Ultramond haben die den ganzen Tutorial-Quatsch rausgeschmissen. Was in Mond und Sonne halt schon hart nervig war. Und ich glaube, hier haben sie den ganzen Tutorial-Quatsch tatsächlich mal sinnigerweise weggelassen. Aber jeder weiß, wie man Pokémon spielt. Okay, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie ein Text, weil ich bin echt gewohnt, dass hier Tutorial-Kram kommt und so, aber nein, das haben sie weggelassen. Voll geil. Nehmen wir einfach jedes wilde Pokémon mit. Einen Trank haben wir noch gefunden. Ich habe hier gerade wieder Dinge gehört. Er ist auch wieder da. Hey du, hast du schon entschieden, welches Pokémon dein Partner werden soll? Ich bin Tali. Ich wollte unbedingt mit dir zusammen unsere Partner-Pokémon auswählen. Und weil ich es nicht abwarten konnte, bin ich gleich hergestimmt, dich zu treffen. Bauhu. Boah, dein Bautz ist total cool. Aber warte mal, soll das heißen, dass du dir bereits ein Pokémon ausgesucht hast? Das tut mir jetzt echt leid, Tali. Nephias wurde auf dem Weg hier in einen kleinen Zwischenfall im hohen Gras verwickelt. Und da habe ich ihn sein Pokémon gleich an Ort und Stelle wählen lassen. Na, halb so wild. Vielleicht hat euch das jetzt Schicksal sehr zusammengeführt. Du kannst dich aber immer noch zwischen diesen beiden entscheiden, Tali. Rob. Miau. Dann entscheide ich mich für dich, Robball. Robba. Alola, weißt du was? Dass ich mit dir auf Abenteuer gehen würde, hatte ich schon vor Ewigkeiten beschlossen. Wir zwei werden zusammen so viel Spaß haben. Ich freue mich schon riesig. Ach, Professor, pass bitte gut auf Flammiau auf. Ja, mein Gott, lesen ist schon wieder. Das versteht sich doch von selbst, Tali. Also gut, Flammiau, zurück in deinen Ball. Das gleiche gilt auch für die anderen. Hauptball und ich wollen dich um einen Gefallen bitten. Wir hätten gern, dass du der Gegner in unserem ersten Pokémon-Kampf bist. Klar. Bevor ihr kämpft, teile ich der Fairness halber erstmal deinen Bautz. Ja, danke. Alles klar, das wird bestimmt ein Riesenspaß. Ich werde alles geben. Der Rivale, der nicht rivalisch ist, weil er immer das falsche Pokémon wählt. Yeah. Okay. Los, Bautz.
Was soll Bautz tun? Ach, guck mal, das links ist auch... Ist das anders? Ich bin mir nicht sicher. Blatt weg natürlich. Oh, Fund. Ob alles schneller. Das ist sehr effektiv. Nochmal Blattwerk. Oh, jetzt sind wir schneller. Aha. Level up. Oh, fast noch ein Level. Das war dann auch gleich meine erste Niederlage. Tut mir leid, Robball. Du bist echt gut, Nephias, und dein Boss ist super cool. Für mich kommt es bei einem Kampf darauf an, dass alle Spaß haben. Damit meine ich nicht nur unsere uns Trainer, sondern auch unsere Pokémon. Schön zu sehen, dass ihr so bei der Sache seid. Ihr habt die Stärken eurer Pokémon voll ausgespielt und ein wahres Feuerwerk an Attacken empfacht, Nephias und Tali. Jetzt sollten wir aber schnell nach Lili gehen. Wir sind schon so gut wie da, Nephias. Auf nach Lili! Okay. Aber erstmal holen wir uns das Item. Und treffen noch wilde Pokémon. Ohne Pokéball. Das finde ich am Anfang immer so anstrengend. Ich will doch alles fangen. Ja, vor allem so ein Raupi würde ich gerne mitnehmen. Ein stabiles Raupi, Mann. Oh, ich habe noch keine Flugattacke. Verdammt. Ah, stimmt. Mit Bautz haben wir eigentlich... Obwohl, wir haben ja mit Flammiau auch 3 Klassenangriffe möglich. Also auf jeden Fall safe. Mit Bautz kriegen wir auf jeden Fall Geist, Flug und Blatt hin. Und Flammiau kann da ja auch Dings hier mein Gott, ne? Hier Finsterzahn oder hieß ja Finsterzahn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Angriffe. Irgendwas mit Zahn, Dunkelzahn, Dunkelzahn? Ich weiß es nicht mehr. Mein Gott, ich kann mir doch die ganzen Attackennamen nie merken. Komm, wir fliegen Bautz. Boss hat's verdient. Wir müssen die Pokémon lieben. Oh mein Gott. Auf so rum zu creepen. Oh lol. Ja, okay, das Tutorial ist noch drin. Bürste. Ist das richtig? Ja, okay. So. Den ganzen Dreck wegschubbern. Sehr gut. Ende. Item mitnehmen. Ein Paraheiler. Okay. Oh, raus hier. Oh, das war so klar. Egal, nehmen wir mit. Ein Raupi. Na gut. Bautz ist natürlich gegen so wilde Pokémon am Anfang immer ein bisschen doof. Bis man natürlich in die erste Höhle kommt. Ne? Wenn dann die Gesteins-Pokémon und Boden-Pokémon oder whatever kommen. Ja, obwohl, Bautz ist gut, sobald wir eine Flugattacke haben. Hier in so Wiesen und so, wenn dann die Käfer kommen. Ach, der macht ja gar nichts. Zack. Das arme Raupi. Oh ne, jetzt pflege ich. Ich kann jetzt nicht jedes Mal pflegen. Ich weiß, es ist immer gut fürs Pokémon und so, aber das kann ich jetzt nicht jedes Mal machen. So viel Aufwand. Den, den. Lili. Ich weiß immer. Lili, ne? Einfach nur ein langes I. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele Kapuriki von allen verehrt. Sieht aus, als wäre der Inselkönig im Moment nicht hier. Vermutlich ist er gerade dabei, irgendwo auf der Insel ein Problem zu lösen, so wie immer. Ja, er ist vorhin erst aus dem Dorf geschlendert und hat dabei ein Liedchen getrellert. Ich schau mal schnell daheim vorbei, um meiner Mama meinen Robball vorzustellen. Hey, wie wär's, wenn du dich der bei unserem Schutzpatron vorstellst, Nephias? Du solltest ihn in seiner Ruine unweit des Dorfes finden, beim Mahalo-Bergpfad. Das heißt, falls du das Glück hast, Kapuriki hat sich über den Weg zu laufen. Ich halte hier so lange die Stellung, bis der Inselkönig zurückkommt. Okay. Gibt's hier auch wieder Items ab zum Snacken hier? Gibst du mir was?
Nein? Gibst du mir was? Schade. Ich überlege gerade, bald ist Mario Odyssey ja vorbei bei mir auf dem Kanal. Ob für Pokémon, das müsst ihr aber in den Kommentaren schreiben und es wäre schon schön, wenn dann einige zugucken würden. Was ist das da? Ich glaube, davon habe ich schon gehört. Das sind so Sticker, ne? Warte mal. Kann ich da lang? Hier muss ich Zertrümmerer haben, ne? Ja. Vielleicht machen wir Pokémon einfach doch als ganzes Projekt. Ich meine, das ist... Ja, es ist nochmal Alola. Eigentlich lame. Aber Pokémon ist immer gut. Ich meine, ne? Es ist jetzt schade, dass es Alola ist. Das finde ich halt immer noch negativ, dass es einfach noch ein aufgewärmtes Sonne-Mond ist. Aber es ist trotzdem ein Pokémon. Und Pokémon macht immer Bock. Ist natürlich doof, dass das so schnell hintereinander kommt. Ah, das sind diese Sticker. Ich habe davon schon gehört. Die sind wichtig. So. Ich quatsch jetzt nur mal an hier. Ich lese es nicht jeden vor. Einfach nur für den Fall, dass uns irgendeiner was schenkt. Weil es kann ja sein, dass sie das hier geändert haben, dass uns irgendeine Person jetzt was schenkt. Und wir dadurch dick Vorteile upgraden können. Guten Tag. Vergiss nicht zu speichern. Das ist ein guter Tipp. Ach ne, speichern ist ja hier auf Y. Haben die das auch geändert? War speichern schon immer auf Y? Ich weiß es nicht. Ey, meine 3DS-Uhr ist falsch eingestellt. Es ist nicht 22:53 Uhr. Es ist eine Stunde früher. So. Deswegen, ich werde auch zwei Parts machen. Ja, ich weiß. Das ist jetzt doof. Ist da nicht eine Tür? Nee, okay. Könnt ihr das in zwei Parts entscheiden, ob wir das als LP machen sollen? Wahrscheinlich mache ich das. Weil das ist ganz gut, weil die Nintendo-Projekte werden dünn. Gerade, weil Fire Emblem Warriors geht zu Ende. Monster Hunter Stories ist zu Ende. Eigentlich fast. So gut wie. Und, willst du mal Schutzpatron deinen Respekt zollen? Er ist ein bisschen launisch, aber lass dich davon nicht abschrecken. Ja, und ne, die ganzen Nintendo-Projekte gehen so langsam mit dem Ende hinzu. Und Ende des Jahres kommt da nicht mehr viel. Und ich mach gerne Nintendo. Ach, hi. Ja, ich weiß, ich bin doch schon auf dem Weg zu den Ruinen. Aber bitte, du musst in deiner Tasche bleiben. Was, wenn dich jemand sieht? Hinterher. Ein Item? Ah, verdammt, ich wollte noch nach links laufen. Hallo. Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Wörkchen ist in Gefahr. Piu. Diese Habiter greifen Wörkchen an, aber ich bin kein Trainer, deshalb... Ich will dich an, bitte hilf Wörkchen. Ich heile schnell dein Pokémon für dich. Dankeschön. Bis gleich. Ist das ein Item? Nee, ne? Habe ich damals, glaube ich, auch gemacht. Gut, gehen wir Wörkchen retten. Und kämpfen gegen die Habitak. Ein Habitak erscheint. Das war ja schon da, es braucht nicht erscheinen. So. Was soll Bautzun? Blattwerk. Ist nicht effektiv, weil es ein Flug-Pokémon ist. Ich erinnere mich. Mach mal Tackle. So. Ja, mach deinen Silberblick. Ja, mach mal einfach nochmal Tackle.
Oh, es hat nicht gereicht. Auf deine Verfolgung zu machen. Natürlich bist du schneller. Ja. So ein dünner kleiner Habitak ist natürlich schneller als ein dickes, kleines, rundes Bautz. Eigentlich ja logisch. So, jetzt müssen wir eigentlich gegen noch ein Habitak kämpfen, oder? Das waren ja drei. Das Habitak, ich habe gehofft, du hättest es vertrieben, aber ich bitte dich, hilf Wölkchen. Sei vorsichtig, die Hängebrücke sieht nach der Attacke eben nicht mehr ganz stabil aus. Ja, ja. Passt schon. Den langsam gehen, aber es geht nicht. Wir sind jetzt schon wieder drei. Einfach mal drüber legen. Und Blöckchen rastet aus. Tschüss, Mann. Hau rein. Ich bin mal nass geworden. Was ein Service. Kapuriki. Was für ein Glück. Fast hattest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hättest du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Piu. Also, was hast du? Piu, piu. Ein glitzernder Stein. Er fühlt sich ganz warm an. Entschuldige, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Wer bist du? Mein Name ist Lilly. Dieser Stein gehört dir, oder? Du hältst das Item Glitzerstein. Bitte verrate niemand etwas vom Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du das für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Also, ich möchte nicht, dass wirklich noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Na klar. Let's go. Ah, Nephias. Wie ich sehe, hast du Lilly schon kennengelernt. Sie ist meine Assistentin. Ich dachte, der Inselkönig wäre bei dir, Lilly. Hala meinte, er müsste sich schnell um etwas kümmern und dann war er auch schon weg. Ich dachte, ich könnte mir in der Zwischenzeit kurz den Mahalo-Bergfall ansehen und... Und da hast du also Nephias getroffen. Er ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist er gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihm das eine oder andere zeigen könntest. Du bist also ein Bekannter von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Schau, nur Hala, unser Inselkönig, ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron aus erwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Das müssen wir immer sagen, wenn er zurückkommt, weil... Das ist wichtig. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hala, da sind sie ja. Wo haben sie denn gesteckt? Gab es irgendwelche Probleme? Ah, nicht direkt. Ich wurde bloß in eine Rangelei zwischen zwei Wuffels verwickelt. Ich habe auf dem Weg hier Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen, doch Nephias ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden drauf eingebrochen und um ein Haar werden sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab, Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst dein Herz bewegt haben. Kukui, dieser junge Mann hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Genau das macht einen guten Trainer aus.
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Hala und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Wirklich hat so seinen eigenen Kopf. Es scheint dich wirklich zu mögen. Weißt du, normalerweise werden Pokémon erst dann zutraulich, wenn man sie streichelt oder pflegt. Das gefällt ihnen nämlich. Ich habe ja ein kleines Geschenk für dich, Nephias. Wenn du ein Pokémon wärst, wäre das die perfekte Gelegenheit, um Erstaunen einzusetzen. Wow. Pokédex! Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Bautz wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf mal ruhig einen Blick drauf. Trainerpass. Jawoll. Den Inselkönig hast du ja jetzt auch getroffen. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Du solltest nach Hause gehen und dich ausruhen. Okay, tschüss. Warte. Oh, was jetzt? Hast du etwas vergessen, Tali? Also echt, Opi, du bist doch derjenige, der alles vergessen und einfach fröhlich wegspaziert. Na nun, Nephias. Ich dürfte dich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz sehen. Oh, das ist ja ein... Opi, ist dieser Stein etwa? Sag mal, Nephias, Kapuriki hat dich gerettet, richtig? Ja. Ich verstehe. Du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, das war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Nephias. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Aus dir wird bestimmt ein großartiger Trainer. Du hast dieses Funkeln in den Augen. Es wäre mir eine Ehre, dich morgen beim Fest zu sehen. So, Nephias, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lili, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wörchen aufpassen. Piu! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Da bist du ja wieder, Nephias. Und hast du den Inselkönig getroffen? Hala heißt er doch, wenn ich mich nicht irre. Dein neues Pokémon hast du auch gleich mitgebracht. Bahu? Ach nein, wie putzig. Es scheint ja wirklich kein bisschen scheu zu sein. Das hat mir sogar geholfen. Das hat dich auf Route 1 vor einem Magunio beschützt. Das klingt für mich ganz nach einer schicksalhaften Begegnung. Ihr passt wirklich ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Mautz! Bauhu. Am nächsten Tag. Bam, badam. Was für ein Sonnenuntergang, aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Machst du bitte mal auf, Nephias? Fun Fact, wenn wir jetzt lange nicht an die Tür gehen, kommt der eh sofort rein. Der lässt sich immer selbst rein. Also, wir gehen eh nicht an die Tür, der kommt eh von selbst rein. Es wird Zeit zu gehen, die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen. Jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, komm, wir machen einen kleinen Abstieg zu Route 1. Da bringe ich dir die Grundlagen bei. Doch, Tutorial. Verdammte Kacke. Pass schön auf dir auf und viel Spaß. Da wird sicher lustig zusammen mit deinen neuen Pokémon. Mautzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Mautz! Okay, und hier würde ich den ersten Part beenden. Wie gesagt, lasst mal eure Meinung in den Kommentaren, ne? Ob wir das als LP weiterführen wollen, sollen. Ich hätte damit kein Problem. Ich hätte auch kein Problem, wenn ihr überhaupt keinen Bock darauf habt. Ist halt nochmal Alola, es ist nochmal Mond. Im Grunde. Also ich habe Sonne ja damals gemacht, jetzt machen wir halt Mond. Ja. Wie gesagt, schreib's drauf. Ich habe damit kein Problem. Es ist zwar nochmal Alola, es ist nicht so cool, als wenn es ein neues Pokémon in einer neuen Umgebung wäre, mit neuen, ne, Orten. Aber hier gibt es anscheinend doch einige Änderungen, die man vielleicht sehen möchte. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.